Ja, jetzt Thema Erntedank. Und wir sehen hier, Erntedank hat viel mit Landwirtschaft zu tun. Und so haben wir jetzt einen Profi in der Landwirtschaft, der uns würde sagen, wie das Erntejahr 2023 war. Und für das kann der Philemon vorkommen. Philemon, danke vielmals. Ja, guten Morgen miteinander. Erntedankfest. Heute feiern wir Erntedankfest. Ist das noch zeitgemäß, habe ich mich gefragt. Ist das wichtig? Oder ist es ein alter Zopf, den wir eigentlich schon längstens abschaffen müssen? Oder ist es einfach eine schöne Tradition? Oder müssten Martin, Dani und ich so ein internes Fest feiern? Ist das nur für die Bauern? Und die anderen, die nichts mit zu tun haben, ja, die können irgendein anderes Fest feiern? Ja, die Frage habe ich mich gestellt, als ich etwas vorbereiten durfte. Und mir ist dann noch ein anderer Gedanke gekommen. Was habt ihr heute Morgen gegessen? Bürli? Eben, irgend so ein bisschen Zopf oder Brot. Also, wo hast du das Bürli gekauft? Im Migros, gut. Wo hat der Migros das Mehl her? Von der Landwirtschaft, vielleicht einer vom Müller? Ja, der Müller. Und wo hat der Müller das Getreide, das er malt? Vom Bauer. Also, hätte mal ein Bauer müssen, denke ich, wollte Getreide. Hat Getreide gesagt, hat es gepflegt, geerntet und geerntet dann nachher. Und dann ist es in die Mühle gekommen und dann, so ist der Kreis wieder geschlossen. Also wir sind alle abhängig vom Bauer schlussendlich, wo die Produktion zu Unterstunden macht. Sonst kann der Bäcker kein Bürli backen und du kannst kein Bürli kaufen im Migros. Ja. Ich bin vor 2 Wochen in der Berufsmesse in Weinfelden. Und da sind Milchtechnologen zu mir an den Stand gekommen von der Landwirtschaft und haben gesagt, weisst du, was mir jemand gefragt hat? Wie stellen dir denn die Milch her? Also, ich hoffe nicht, dass wir diese Frage heute klären müssen. Aber einfach, es ist wirklich so, es braucht eine Produktion und du kannst kein Autopneu, du kannst keinen Kugelschreiber essen und nicht einmal dein Geld ernährt dich, sondern wertvolle Nahrungsmittel tun dich ernähren und geben dir das Leben. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass man vielleicht mal über das Erntedankfest oder über das nachdenkt, was uns so ein bisschen beschäftigt das Jahr durch. Also ich möchte jetzt kurz eintauchen in das Jahr. Es ist sicher, da kann ich sagen, ein herausforderndes Jahr gewesen. Wir konnten am März optimal Zuckerrüben besäen. Aber schon im April war alles anders. Es war nass. An meine Zuckerrüben, einen Teil musste ich noch einmal säen, weil es so viele Schnecken hatten. Ich habe noch nie Schneckenkörner gestreut, Zuckerrüben. Aber da habe ich 3-mal gestreut. Einmal noch mit der Drohne, weil wir nicht reinfahren konnten. Also es war richtig schwierig. Und dann ist es so weitergegangen. Herdöpfel setzen würde eigentlich im April so rein. Aber die sind dann Anfang Mai unter schwierigen Bedingungen dann reingekommen. Aber das Wetter hat dann gekehrt und es ist dann sehr trocken und heiß geworden. Auch meine Herdöpfel, die habe ich 5-mal bewässert und habe wirklich müssen schauen. Dann sind sie nicht einfach gewachsen, sondern dann sind schon die Herdöpfelkäfer gekommen. Wir haben sie mal gespritzt und hat aber nicht recht gewirkt. Dann haben wir eine Sonderbewilligung beantragen und haben die nochmal gespritzt und dann haben wir wirklich eine sind wir zufrieden gewesen mit der Wirkung. Weil wenn die abfressen, dann sind nur noch Blattrippen da und dann wächst nichts mehr, dann gibt es keine Herdöpfel. Im Futterbau haben wir erst Ende Mai
sie lieren, aber relativ viel. Und dann ist es auch heiß und trocken geworden. Und erst jetzt, wo die Temperaturen runtergegangen sind, die Regen wieder geregnet hat, haben wir wieder mehr ernten. Der Mais, der ist eigentlich bei uns sehr gut. Der mag auch die Wärme gut verleiden. Und wenn wir noch ein bisschen Wasser haben, dann ist gut für den Mais. Es zeigt uns einmal mehr die Abhängigkeit auch von Gott. Wir können vieles machen und helfen, aber wenn das Wetter nicht stimmt und wenn die Voraussetzungen nicht so sind, dann können wir nichts machen. Also es ist auch für uns jedes Mal ein Wunder, wenn wir ernten können. Und wir sind von Gott von Herzen dankbar für das, was wir ernten können. Auch dieses Jahr wieder. Danke vielmals, Philemon, für die Zusammenfassung dieses Jahres, wie die Ernte war. Dieses Jahr ist sehr spannend und auch immer wieder interessant für Laien wie mich zu hören, wie ihr das so erlebt habt. Und danke vielmals für euren unermüdlichen Einsatz und für das, was ihr immer tut an alle Landwirte. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch das ganze Jahr über eingesetzt habt und dass wir heute die Früchte eurer Arbeit auch genießen dürfen. Vielen Dank. Ja, auch Noah hat ein ganzes Jahr und ein paar Tage, das ist glaube ich ein Jahr und 8 Tage oder so, hat Noah und seine Familie in der Arche verbracht. Und wir sehen das hier so aus der Kinderbibel, dieses Bild aus der Arche. Und das sieht ja immer so lustig und fröhlich aus, diese Reise mit all diesen Tieren und so. Aber wir müssen uns vorstellen, das war ein schwieriges Jahr für Noah. Ich meine, die lebten auf engstem Raum zusammen, mit all diesen Tieren. Wie gesagt, ich stelle mir vor, das war ein ganz, ganz schwieriges Jahr für Noah. Und sie hatten ja als Familie zwar diese Flutkatastrophe, haben sie überlebt, aber jetzt trieben sie so ein Jahr lang auf diesem endlosen Wasser dahin und hatten keine Ahnung, wie es weitergeht. Wie lange würde es dauern? Das hat Gott ihnen nicht gesagt. Bis das Wasser abgeflossen sein würde. Und wie würde überhaupt das Leben nach dieser Sintflut aussehen? Und Noah lebte mit seiner Familie so wortwörtlich das ganze Jahr ohne festen Boden unter den Füßen zu haben. Und vielleicht kennen wir ja dieses Gefühl auch, keinen festen Boden unter den Füßen zu haben. Und ich meine, weltweit leben wir ja momentan auch in solch einer Zeit, in der in vielen Bereichen wir das Gefühl haben, keinen festen Boden unter den Füßen zu haben. Wir denken zum Beispiel an den Krieg in der Ukraine.
ja, was, wenn dieser Krieg noch mehr eskaliert? Oder gestern hat der Blick geschrieben, dass im Moment von drei Seiten die serbische Armee den Kosovo umkreist. Was bedeutet das für die Zukunft? Die Energiekrise, Inflation und Teuerung. Und dann immer wieder diese Frage im Moment in den Medien, ja, kommt Corona wieder? Hoffentlich nicht. Aber versteht ihr, die Zukunft ist in vielen Bereichen irgendwie ungewiss. Kein festen Boden unter den Füßen. Und wir fragen uns, ich frage mich selbst immer wieder, ja, wie geht das nur weiter mit dieser Welt? Wir sind so den Blick auf die Welt betrachtet, aber auch ganz persönlich erleben wir doch immer wieder diese Momente, wo wir irgendwie keinen festen Boden unter den Füßen haben. Zum Beispiel Druck in der Schule oder Stress am Arbeitsplatz. Wenn die Ernte ausbleibt am Arbeitsplatz, wenn der Erfolg irgendwo ausbleibt. Gesundheitliche Probleme, kann einem den Boden sogar unter den Füßen wegreißen. Oder Probleme in Beziehungen, Sorgen um andere Menschen, all das kann sein, dass wir dann keinen festen Boden mehr unter den Füßen haben. Und all das kann uns ja auch irgendwo einnehmen und auch so richtig umschließen. Wir sind umschlossen von diesen Sorgen. Und da können wir an Noah denken. Noah war ja auch eingeschlossen, oder, in dieser Arche. Und das hieß für ihn, er war ausgeschlossen vom Leben. Von allem Schönen, das er vorher hatte. Von seiner Freiheit. Er war eingeschlossen in dieser Arche. Leute, die er kannte, sind gestorben in den Fluten. Und es muss ja auch schrecklich gerochen haben in dieser Arche. Es stinkte ihm vermutlich immer wieder in diesem Jahr. Ganz wortwörtlich. Und daneben quälte ihn diese Frage, wie geht es nun weiter? Und vielleicht geht es uns manchmal oder im Moment auch so wie Noah. Wenn wir die Geschichte aber zu Ende denken, wenn wir denken, wie die Geschichte dann weitergeht, ich muss ein bisschen runterlassen, ich habe das Gefühl, ich sehe euch nicht. Ja. Wenn wir die Geschichte zu Ende denken, dann merken wir aber auch, dass Noah nicht vom Leben ausgeschlossen war in der Arche, sondern Noah war ja eingeschlossen in der Bewahrung und der Barmherzigkeit Gottes. Noah schaukelte, ohne festen Grund unter den Füßen zu haben, einem Neuanfang, dem Leben entgegen. Obwohl er im Moment vielleicht eingeschlossen war. Aber eingeschlossen in der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und genau wie Noah dürfen auch wir uns ganz persönlich unter Gottes Schutz wissen an diesem heutigen Tag, an diesem Erntedankfest. Egal, was wir in diesem Jahr oder Erntejahr erhalten haben, Gott weiß, wie wir uns heute fühlen. Ob wir dankbar sind oder eher weniger. Ob wir zufrieden sind oder ob es uns gewaltig stinkt im Moment. Gott weiß auch, wo wir uns festen Boden unter den Füßen wünschen. Und die Geschichte von Noah zeigt uns auch, dass er diesen Boden auch wieder schenken möchte. Nach gut einem Jahr in der Arche hat Gott geschenkt, dass das Wasser dann zurückging und Noah und seine Familie wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Und dann ist spannend, was Noah als erstes gemacht hatte. Wir wollen das lesen, 1. Mose 8, 20. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Als Noah wieder in die Freiheit gelangt, da hat Noah Steine gesucht als erstes und hat sich einen Altar gebaut und er brachte dort ein Opfer dar für Gott. Und einfach das grundlegende Verständnis der Menschen für ein Opfer ist, dass ein Opfer ist, wenn man auf etwas verzichtet. Dass einem wichtig ist, dass man etwas weitergibt, das auch wertvoll ist.
Und so ganz, ganz einfach zusammengefasst, natürlich gibt es da auch noch diesen Aspekt vom Blut, das fließen muss und so, aber die Menschen im Alten Testament, die waren ja alles Nomaden und für sie waren eben Tiere wichtig und wertvoll. Und sie brachten diese Tiere Gott als Opfer dar, um ihm zu zeigen, dass ihnen zum Beispiel etwas Leid tat und sie sich bei Gott entschuldigen möchten, also sich von der Schuld befreien wollten. Oder aber sie opferten auch etwas ganz Wertvolles Gott, um zu zeigen, dass sie Gott für etwas dankbar waren. Ein Dankesopfer. Dankbar für das, was er für sie getan hatte und was er ihnen geschenkt hatte. Sie wollten ihn so loben und genau ein solches Opfer brachte Noah Gott als erstes. Ein Dankesopfer brachte Noah. Also nochmal zusammengefasst, als Noah und seine Familie wieder festen Boden unter den Füßen hatten, war das Erste, was Noah tat, er dankte Gott. Er hat nicht zuerst erkundet, wo er ist oder wo er wohl gelandet ist. Er hat nicht zuerst einen Stall für die Nutztiere gebaut. Er hat sich nicht zuerst einen Platz zum Schlafen gesucht oder hat auch nicht zuerst mit seinen Angehörigen auf die neue Freiheit angestoßen. Nein, er hat als Erstes hat er Gott gedankt. Das war ihm wichtig. Und die Bibel, die verrät uns etwas über Gott. Und zwar lehrt uns die Bibel, dass Gott es liebt, wenn wir ihm Danke sagen. Nicht, dass er auf unseren Dank angewiesen sei, aber er liebt es, wenn die Menschen erkennen, dass Gott der ist, der alles schenkt. Und wenn Menschen das erkennen und ihm Danke sagen, dann liegt ein Segen darauf. Wir lesen das im Psalm 50, 23. Gott sagt, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Und er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Also auf Danke sagen liegt auch ein gewaltiger Segen, eine Verheißung, Rettung. Und versteht ihr, Noah hätte ja nach diesem Jahr in der Arche ganz viel, aus seiner persönlichen Sicht, hätte er ganz viel Grund gehabt, Gott Vorwürfe zu machen. Aber Noah erkannte, hey, ich lebe. Und er hat wieder Hoffnung auf eine Zukunft, die er im Moment noch nicht sieht. Da war alles tot, da war kein Feld, das gewachsen ist und so, oder? Da war alles zerstört. Aber er hatte wieder Hoffnung. Und für diese Hoffnung und Zuversicht sagt er Gott Danke. Und spannend ist dann, dass Gott auf Noahs Dankesopfer antwortete. Und zwar mit einem Versprechen an Noah und an seine Nachkommen, also bis hin zu uns. Dieses Versprechen gilt auch uns heute. 1. Mose 8, 21, 22, wir haben es schon gelesen, wollen es nochmal lesen. Dem Herrn gefiel das Opfer und er sprach zu sich, nie mehr will ich um der Menschen Wille die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe. Auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kind an böse sind. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Amen. Also Gott verspricht hier, dass er nicht noch einmal die ganze Erde überfluten wird, um alle Menschen zu töten, und dass man immer etwas anpflanzen und ernten kann. Also dieser Kreislauf wird immer bestehen bleiben. Und mit dieser Verheißung verspricht Gott eigentlich, dass er immer gnädig, gütig und treu sein wird, solange diese Erde besteht. Versteht ihr, er verspricht den Menschen, gnädig zu sein, auch wenn sie wieder Böses tun. Gott hätte noch oft Gründe gehabt, diese Welt nochmals zu zerstören und alle Menschen zu töten. Aber er hat es nicht getan, weil er es versprochen hat, er wird gnädig sein und das Böse nicht mehr einfach ausradieren. Noch nicht. Und er verspricht den Menschen, ihnen Gutes zu tun und für immer treu zu sein. Also Saat und Ernte wird nie aufhören. Er hat es versprochen. Und Jesus nimmt das ja auf, als er sagte,
Er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. In Matthäus 5, 45. Ja, weil Gott es versprochen hat, er wird es tun. Und versteht ihr, das ist Ausdruck der Gnade, Güte und Treue Gottes uns Menschen gegenüber. Und wie gesagt, heute feiern wir ja Erntedank. Saat und Ernte hat es auch in diesem Jahr gegeben. Es war nicht nur einfach, haben wir gehört, aber es hat es wieder gegeben. Warum? Weil wir so tolle Landwirte haben? Ja, auch, oder? Weil wir gute Maschinen haben, Traktoren? Ja, auch, das hat auch dazu geholfen. Oder weil wir neue Technologien haben, Drohnen, oder die Schneckenkörner ausbreiten, oder? Das ist ganz spannend. Das hat alles dazu beigetragen. Aber es hat Saat und Ernte gegeben, weil Gott es vor tausenden von Jahren versprochen hatte. Erntedank, Gott sei Dank. Gott hat es versprochen und er war treu bis zum heutigen Jahr. Ich finde das ein fantastischer Gedanke, dass Gott ganz am Anfang unseren Vorfahren, also diesen Neuanfang mit Noah, unseren Vorfahren hat er bedingungslos versprochen, dass Gott gnädig, gütig und treu sein wird. Und als Zeichen für sein Versprechen, seinen Bund mit uns Menschen, das ist ja ein Bund, er hat sich wirklich an uns gebunden mit diesem Versprechen, hat er uns Menschen den Regenbogen geschenkt. Wir wollen das miteinander lesen. Und Gott sprach: Ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der ganzen Erde, mit der Erde. Der Regenbogen, ein Zeichen für uns, für Gottes unumstößlichen Bund. Er hat sich an uns gebunden und der Regenbogen ist das Versprechen dafür. Ich finde das wunderbar, dieser Regenbogen. Der Regenbogen ist unser Zeichen für Gottes Gnade. Der Regenbogen erinnert uns, dass Gott gnädig ist, er es versprochen hat. Der Regenbogen ist ja so eine Krümmung. Und ich habe mal gehört, jemand hat gesagt, dass das kein Halbkreis sei, sondern das ist ein Pfeilbogen. Ein Pfeilbogen, ein Kriegsbogen, der zur Seite gestellt wurde, als Zeichen des Friedens. Er ist ein Zeichen, dass Gott gnädig ist, uns trotz Bosheit der Menschen immer liebt, dass er die Fehler vergibt, uns trotz Schwächen annimmt, uns trotz Versagen auch nie aufgibt und uns retten möchte. Und später hat ja Gott diesem Versprechen auch ganz persönliche Taten folgen lassen. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt. Und Jesus ist für uns alle gestorben und wurde so zur Arche für alle, die an ihn glauben. Jesus ist unsere Arche. Gott möchte kein Mensch mehr mit dem Tod bestrafen, sondern er stirbt für uns Menschen den Tod, den wir verdient haben, damit wir leben können, damit wir lebendig und viva sein können, lebendig sein können. Und meine Frage an uns alle heute Morgen, ist Jesus Christus bereits deine Arche? Schaukelst du mit Jesus zusammen in deinem Leben, dem Leben entgegen? Ist Jesus deine Arche? Der Regenbogen, das Zeichen für Gottes Gnade mit uns Menschen. Der Regenbogen ist aber auch unser Zeichen für Gottes Güte. Ein Zeichen, dass Gott helfen will, dass er uns festen Boden unter den Füßen schenken möchte, dass er uns heilen will, dass er uns ermutigen und segnen möchte. Der Regenbogen, ein Zeichen der Hoffnung. Ein Zeichen, das uns Hoffnung schenken möchte. Für all das Gute, das Gott uns schenken möchte, ist der Regenbogen ein Zeichen für uns Menschen. Und darum, jedes Mal, wenn du einen Regenbogen siehst, und ist ja spannend, der Regenbogen kommt ja nach dem Gewitter, nach dem Sturm, oder? Dann denk daran, was Gott dir bereits alles Gute getan hat und was er noch tun wird. Es ist ein Versprechen, dass Gott Gutes tun wird.
auch wenn es immer mal wieder regnet und auch wenn es immer mal wieder Stürme gibt in unserem Leben, dann erinnert uns der Regenbogen, dass nach dem Sturm auch Gottes Verheißungen regieren. Gottes Güte. Und es ist auch ein Zeichen für Gottes Treue. Gott lässt uns nicht einfach im Stich. Auch wenn es vielleicht manchmal so anfühlt. Noah fühlt er sich vielleicht manchmal auch im Stich gelassen in der Arche. So eingeschlossen, ohne Hoffnung. Aber der Regenbogen erinnert uns, dass Gott es versprochen hatte, dass er treu sein wird. Er lässt uns nicht im Stich, wenn wir festen Boden verloren haben. Ein Zeichen, dass er niemanden vergisst, wenn wir in der Not sind. Dass er zur Seite steht in stürmischen Zeiten. Für all das, für all diese Versprechen steht der Regenbogen. Und ganz spannend, das finde ich ganz spannend, wir lesen dann in der Bibel, dass jedes Mal, wenn Gottes Bogen am Himmel erscheint, erinnert er sich, also Gott selbst erinnert sich an alle seine Versprechen. Wir lesen das in Kapitel 9, Versen 14 und 15. Er sagt, ich erinnere mich daran, wenn ich den Bogen sehe, an das Versprechen, das ich euch gegeben habe. Und das finde ich sehr interessant, wenn wir das ein bisschen anschauen. Also der Regenbogen ist nicht zuerst ein Erinnerungszeichen für uns, sondern für Gott, sagt die Bibel. Und da stellt sich mir aber so die Frage, muss denn Gott an seine Versprechen erinnert werden? Also vergisst Gott etwa, was er versprochen hat? Braucht Gott so ein Post-it-Zettel am Himmel, oder, dass er immer daran denkt, was er uns versprochen hat? So in der Cloud, oder man spricht ja da von der Cloud heutzutage, braucht er da ein Post-it-Zettel? Ich glaube nicht. Dass Gott sich ein Erinnerungszeichen in den Himmel setzt, muss irgendwo einen anderen Grund haben. Und ich weiß nicht ganz genau, was da damit meint, aber ich habe mir da so etwas vorgestellt. Und zwar habe ich mir überlegt, es gibt ja so Momente, da schreibe ich mir selbst eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht, oder mir selbst schreibe ich das. Und wenn ich das mache, dann zeigt dies einerseits, dass ich ein Mensch bin und vergesslich bin, oder? Aber es zeigt andererseits noch viel mehr, dass diese Nachricht jetzt mega, mega, mega wichtig ist. Das muss ich mir selbst schreiben, mich selbst erinnern, weil das jetzt etwas so wichtig ist, das darf ich ja nicht vergessen. Nur wenn mir etwas sehr, sehr wichtig ist, schicke ich eine Erinnerung in die Cloud, oder so in die Cloud von Microsoft oder eben von WhatsApp, oder das ist dann dort gespeichert. Ich schicke mir so eine Erinnerung in die Cloud. Und ich glaube, dass Gott dieses Versprechen so wichtig ist, dass er eine Erinnerung in die Wolken schrieb, in den Himmel schrieb, den Regenbogen. Er schickte seinen Reminder in die Cloud, weil es ihm so wichtig ist. Gott ist es unglaublich wichtig und wir sehen das ja dann auch in der Bibel. Es ist ihm so unglaublich wichtig, gnädig, gütig und treu zu sein. Das macht ihn aus als Gott. So liebt er es, sich selbst immer wieder daran zu erinnern, obwohl er es gar nicht nötig hätte, aber er setzte sich diesen Bogen an den Himmel. Und mit dem Regenbogen schreibt Gott sich selbst eine Nachricht und er sagt zu sich selbst, ich darf auf keinen Fall vergessen, Andrea bei den Aufgaben zu helfen. Ich darf auf keinen Fall vergessen, Martin zu trösten. Ich darf auf keinen Fall vergessen, Lydia eine Tür aufzumachen. Ich darf nicht vergessen, Lukas zu überraschen, Magdalena zu ermutigen, Marian zu beschützen und Philemon zu entlasten. Und immer wenn wir den Bogen sehen, erinnern wir uns, dass Gott sich erinnert, dass Gott sich an uns erinnert. Wir erinnern uns, dass Gott sich erinnert an uns, dass er uns nicht vergessen hat. Das ist unser Zeichen von Gottes Treue, Güte und Gnade. Wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, wenn wir einen Regenbogen sehen, dass Gottes Gnade, Güte und Treue so unglaublich groß sind. Und heute wollen wir das feiern, Gottes Gnade, Güte und Treue. Heute feiern wir das.
das Erntedankfest, schaut mal her, das ist so etwas wie ein Regenbogen für uns. Wir erinnern uns, wie gütig, treu und gnädig unser Gott ist. Wir erinnern uns selbst daran, indem wir dieses Erntedankfest feiern. Und seine Gnade, seine Güte und Treue ist so vielfältig wie die Farben des Regenbogens. Amen. Danke Gott für deine Güte, Treue und Gnade. Und sie währet ewiglich, lesen wir in der Bibel. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank dürfen wir heute die Früchte deiner Güte und Treue genießen. Uns daran erinnern, wie gnädig du bist, Herr. Und ich danke dir, dass du uns siehst, wo wir keinen festen Boden im Moment unter den Füßen haben, wo es wackelig ist vielleicht auch. Jesus, ich danke dir für deine Erinnerung. Ich danke dir für den Bogen, der da ist und uns heute zuruft. Ich habe dich nicht vergessen. Hab Geduld. Meine Treue und Gnade und Güte ist bei dir. Sie umschließt dich, auch wenn du es im Moment vielleicht nicht spürst. Aber ich bin da. Sprich Gott, dein Vater und Erlöser. Danke, Jesus. Begegnet uns jetzt ganz persönlich. Amen. Wir sind schon mittendrin, aber wir wollen jetzt wirklich das Erntedankfest feiern, dann später auch noch mit Essen, gemeinsam essen. Aber wir wollen jetzt verschiedene Sachen machen. Zuerst werden wir in eine Lobpreiszeit einsteigen. Und dann werden wir Gott einfach feiern für das, was er ist, was er getan hat. Während der Lobpreiszeit hast du die Möglichkeit, das Abendmahl einzunehmen, das in Anspruch zu nehmen, was Gott, die Gnade Gottes, verinnerlichen, anzunehmen. Du hast aber auch die Möglichkeit, während dem Lobpreis nach vorne zu kommen und ein Opfer Gott zu geben. Vielleicht habt ihr ein Kuvert dabei, das wir hinten aufgelegt haben. Ihr dürft das hier reintun, so als bewusste Handlung. Gott, ich gebe dir etwas. Oder ihr dürft es auch hinten in den Opferstock tun. Und dann haben wir noch etwas heute vorbereitet. Hinten seht ihr Petra mit einer Leinwand. Wir wollen einen Regenbogen zeichnen, als Gemeinde miteinander. Geh doch dort bei Petra vorbei während dem Lobpreis und mach einen Strich, wenn du für etwas dankbar bist. Gib dem mit einer Farbe Ausdruck. Jeder darf hin und einen Strich machen. Zusammen wollen wir einen Regenbogen malen und uns daran erinnern, wie gut Gott war. Und ihm Danke sagen, so mit einem farbigen Strich. Das alles passiert während der Lobpreiszeit. Und ich bin gespannt, wir wollen einfach miteinander feiern und einfach dem Ausdruck geben, was Gott für uns getan hat. Wie gesagt, ich möchte noch in das Abendmahl einführen. Der Regenbogen, ein Zeichen von Gott. Ich werde treu, gütig und gnädig sein. Ein Zeichen seines Versprechens.
Und das war ja ganz am Anfang der neueren Geschichte mit Gott und den Menschen. Und der Höhepunkt von dieser Geschichte, von Gottes Treue, Güte und Gnade, war Golgatha, ist Golgatha. Dort gab es keinen Regenbogen, als Jesus starb. Der Himmel wurde dunkel. Es wurde dunkel, als der treue, gütige und gnädige Gott für uns starb. Aber so wurde Jesus uns zur Arche, wie schon gesagt in der Predigt. Und jeder, der glaubt, jeder, der das annimmt, der schaukelt dem Leben entgegen. Wer das glaubt, der hat jetzt schon das ewige Leben, sagt Jesus in Johannes 6, 47. Und das Zeichen, dass wir uns auf Jesus verlassen und ihn zur Arche wählen, ist eben das Abendmahl. Wir sagen Ja zu dem, was auf Golgatha passiert ist. Und sagen Ja, Jesus, sei du meine Arche. Ich glaube daran. Und wenn du heute glaubst, dass Jesus deine Arche ist, dann bist du ganz herzlich eingeladen, das Abendmahl zu feiern und das für dich so ganz in Anspruch zu nehmen. Wir haben das Zeichen, den Regenbogen von Gottes Treue und das Abendmahl, das verinnerlichen wir das, was wir glauben. Wir nehmen das wie zu uns. Und als der Herr Jesus in der Nacht verraten wurde, nahm er das Brot und dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib für euch und das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot ist ein Zeichen, dass Jesus für uns seinen Leib hingegeben hat. Er hat alles für uns gegeben. Sollte er uns da noch irgendetwas vorenthalten, fragt der Apostel Paulus. Der Leib Christi für dich gebrochen. Danach nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und das tut so oft, wie daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Der Wein oder Traubensaft bei uns ist ein Zeichen für den Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Und wenn du heute diesen Wein trinkst, dann steigst du ein, sagst du Ja zu diesem Bund, den Jesus mit dir persönlich auch schließen will oder schon geschlossen hatte. Wir erinnern uns daran. Und Erinnerungen sind wichtig, das ermutigt uns. Und das wollen wir heute miteinander tun. Ich möchte beten und dann sage ich, wie es weitergeht. Jesus, ich danke dir für Golgatha. Ich danke dir, dass du deinen Worten, Vater, auch Taten folgen ließest. Und du kamst auf die Erde und zeigtest uns, wie groß deine Gnade ist, wie treu du den Menschen gegenüber bist und wie gütig du auch bist. Du lässt dein Leben für uns. Ich danke dir dafür. Und so möchten wir heute einsteigen in das und einstimmen in dieses Lob auch, was du für uns getan hast. Danke, dass du uns jetzt begegnest. Wir wollen dir begegnen, Jesus. Danke, dass du nicht tot geblieben bist, sondern auferstanden bist. Und so dürfen wir dir heute ganz persönlich auch begegnen, weil du lebst. Amen. Ja, dann darf ich noch um ein Segen bitten. Also wir sind ja schon gesegnet, aber wir wollen uns noch mal ganz bewusst unter den grossen Segen von unserem treuen, gütigen und gnädigen Gott stellen. Danke, Herr, dass wir deinen Bogen haben. Und danke, dass wir so deine Treue, Güte und deine Gnade wirklich sehen dürfen, Herr. Als Zeichen am Himmel, Herr. Aber ich bitte dich, dass es nicht nur ein Zeichen am Himmel bleibt, sondern dass es wirklich in unseren Herzen die Wahrheit sein darf. Dass du treu, gnädig, barmherzig und gütig bist. Und mit dem Wissen werde ich dich segnen, dass der treue, gnädige und gütige Gott mit dir ist. Der Herr soll dich segnen und dich behüten. Der Herr soll sein Angesicht leuchten über dir und dir gnädig sein. Der Herr soll sein Angesicht auf dich legen
und dir seinen Frieden schenken. Gang unter dem Segen von Gott und bis ein Segen für die Welt. Amen. Wir dürfen miteinander ein Segenslied singen.